Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Der Herr sprach zu mir: Du bist mein Knecht, Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Hier spricht Jutta Fang aus Dürmstein. Guten Tag. Gottes Willen tun, sagt sich so leicht daher. Immer wieder wird es herangezogen, um Leid zu ertragen. Was Menschen, Gott sei Dank, schon alles ertragen und überwunden haben. Was Menschen um Gottes Willen alles ertragen und erleiden, bis der Tod sie von ihrem Übel erlöst. Wenn ich höre, was im Nahen Osten geschieht, frage ich mich, ob Gott heutzutage zu Israel spricht. Es heißt auch, ich sei, wie alle Juden und Christen seien, Gottes Knecht. Spricht Gott zu mir? Gewiss, doch verstehe ich auch, was er mir sagen will? Bei so viel unmenschlichem Leid, so viel Belastung, Überforderung und zugleich eklatant fehlender Wertschätzung in der Arbeitswelt, im Ehrenamt und im gesellschaftlichen Miteinander, sagt Gott mir, ich solle gerade dort, wo ich bin, bleiben, weil er mich dort braucht, um es menschlicher werden zu lassen? Oder sagt er mir, lass die Toten ihre Toten begraben und sieh zu, dass du hingehst, wo sich dank dir Segen ausbreiten kann. Vor einem Burnout ist kein Knecht, kein weltlicher Herr gefeit. Glaube, Burnout soll um Gottes Willen nicht sein. Gott kann und will sich unmöglich mit Burnouts verherrlichen. Darum sollten wir das Unsrige tun, um zu vermeiden, ausgebrannt zu werden, beziehungsweise solches beenden. Auch und gerade wenn wir uns als Knechte Gottes verstehen, dürfen wir nichts und niemanden, weder Nächsten noch uns selbst und schon gar keinen Zweck, so sehr über unsere menschlichen Bedürfnisse stellen, dass das Mittel Burnout geheiligt wird. Indem Gott die Opferung Isaaks vereitelt hat, hat Gott Menschenopferung als überholt gebrandmarkt. Das gilt auch für Burnout, dem Brandopfer der Neuzeit. Darum lasst uns gangbare Wege finden, auf denen Gott sich durch uns verherrlichen kann und auch will. Wir beten. Herr, gib mir die Kraft, das zu verändern, was ich verändern kann. Die Geduld, das zu ertragen, was ich nicht ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Bitte zeig mir deine bedingungslose Liebe im Gelingen wie im Scheitern, sodass ich fähig bin, mich wie meine Nächsten zu lieben. Amen. Gott segne dich und behüte dich. Lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. So segne uns Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.